Moin Leute, Ahrensburg Alex hier hier und heute will ich euch zeigen, wie man denn in GTA Online seine Wagen duplizieren kann und verkaufen kann, also unendlich viel Geld machen kann. Das Ganze ist etwas komplizierter, aber nun ja, wir sollten uns lieber nicht über das Ausnutzen von Spielfehlern beschweren. Als allererstes gehen wir in GTA Online in eine Sitzung, die man nur per Einladung betreten kann. Jetzt gehen wir in unsere Garage und wählen uns das Fahrzeug aus, das wir duplizieren wollen und verkaufen wollen. Da ist es am besten, den Wagen zu nehmen, der das meiste wert ist. Nun fahren wir weit genug von unserer Garage weg, damit uns unser Mechaniker einen Wagen liefern kann und hetzen die Polizei auf uns, so dass sie uns erschießt. Nun ist unser Wagen beschlagnahmt worden und jetzt, wo wir wieder neu auf der Map gespawnt sind, rufen wir erstmal unseren Mechaniker an, holen uns irgendein Fahrzeug und sobald das Gespräch beendet ist, klicken wir auf Back bzw. auf Select und wählen aus persönliches Fahrzeug anfordern. Das können wir zwar nicht anklicken, aber wir müssen auf jeden Fall auf diesen Punkt raufgehen, damit unser beschlagnahmtes Fahrzeug geliefert wird. Wenn wir jetzt in den gelieferten Wagen uns reinsetzen, gehen wir wieder ins Telefonbuch und rufen Morse Mortal Insurance an, also die Versicherungsfirma, und kaufen unser beschlagnahmtes Fahrzeug zurück. Den Wagen, den wir eben freigekauft haben, der wurde jetzt in unsere Garage geliefert und nun begeben wir uns in unsere Garage hinein. Und sofern eure Garage bereits voll ist, müsst ihr natürlich auch einen Wagen für den duplizierten Wagen, den wir dort eben hingefahren haben, ersetzen. Und nun sehen wir hier, haben wir zweimal den Entity, so heißt er glaube ich, in schwarz, im matten Schwarz. Nun nehmen wir den Wagen, den wir eben dort hineingefahren haben und fahren zu Los Santos Customs. Nun wollen wir unseren Wagen verkaufen, was normalerweise aber nicht funktioniert. Ihr bekommt über die Nachricht, dass euer Wagen mehr als 50.000 wert ist und alles über 50.000 kann dort nicht verkauft werden. Das Ganze kann man aber umgehen mit den folgenden Sachen. Und zwar fahren wir jetzt wieder aus der Garage raus, besorgen uns irgendein Fahrzeug, wie zum Beispiel hier der schöne Ford Mustang. Fahren das Ding in die Garage rein, doch davor ändern wir erstmal unsere letzte Spawn-Location oder eher gesagt unser nächster Spawn. Das Ganze seht ihr auch im Hintergrund. Den Spawnpunkt einfach auf den letzten Ort setzen. Standardmäßig ist das mal auf unserem Apartment, aber sonst müssen wir wieder vom Apartment zurück zu Los Santos Customs fahren. Das Ganze ist ein bisschen umständlich. Und nun fahren wir halt mit dem Wagen von der Straße in Los Santos Customs rein, klicken auf Verkaufen, danach wird gefragt, ob wir uns wirklich sicher sind. Jetzt klicken wir auf Start, gehen in den GTA Store. Und wenn wir im GTA Store sind, ziehen wir unser Internetkabel bzw. schalten wir den Router aus, sofern ihr über WLAN drin seid. Und nun werden wir abgemeldet, dann kriegen wir diese Nachricht und wir werden dann zurück in den normalen Offline-Modus geschickt. Dann stecken wir das Internetkabel an bzw. machen den Router wieder an. Danach loggen wir uns wieder ein. Gehen vom Offline-Modus wieder zurück in den Online-Modus. Natürlich machen wir wieder eine Sitzung, die nur mit Einladung betretbar ist. Nun solltet ihr in der Nähe von Los Santos Customs mit eurem eben duplizierten Wagen spawnen und jetzt könnt ihr den Wagen hineinfahren und ebenfalls verkaufen. Wie schon am Anfang erwähnt, ist das Ganze relativ kompliziert, aber aktuell die einzige bekannte Möglichkeit, um unendlich viel Geld zu machen. Das Ganze könnt ihr immer wiederholen und nach dem ersten erfolgreichen Versuch schafft man sowas auch immer relativ schnell. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne abonnieren für weitere Tipps und Tricks zu GTA Online. Und das war's jetzt von mir mit dem Video. Viel Spaß und bis dann.